Ich will bei der Luzerner Kantonalbank eine Rechnung als Vorlage speichern, denn jedes Jahr kommt diese Rechnung wieder und ich will nicht jedes Mal alles neu eintippen. Ich bin hier bereits eingeloggt beim E-Banking der Luzerner Kantonalbank. Ich sehe hier ein paar Möglichkeiten, Gesamtübersicht und so weiter. Und hier beim Pfeil geht's weiter. Hier kann ich eine Zahlungsvorlage erstellen. Das mache ich nun. Ich klicke hier drauf und kann hier eine neue Zahlungsvorlage erstellen und wähle Einzahlungsschein Orange. Ich habe einen orangigen Einzahlungsschein vor mir liegen, also Orange. Hier wähle ich das richtige Konto, also ab welchem Konto soll die Zahlung erfolgen. Und trage hier nun die Postkontonummer ein. Die Postkontonummer steht auf dem Einzahlungsschein. Das ist bei mir diese hier. 25 80 7. Klicke weiter. Es erscheint sofort die richtige Bank. An wen geht diese Zahlung? Das fülle ich nun aus. Das geht an meinen Zahnarzt. Ich rolle nach unten. Ich habe die Adresse noch ergänzt, ich habe hier den Betrag eingetragen und tatsächlich diese lange Referenznummer hier, die ändert nicht gerade die ganze, also wenn ich das als Vorlage das nächste Mal wieder verwende, dann muss ich vermutlich nur noch diese letzten Ziffern hier anpassen und ab Sommer 2020 wird sich das vermutlich sowieso ändern, dann braucht man vermutlich ein Nattel, damit man einen sogenannten QR-Code scannen kann. Ich zeige einmal hier einen, der wird etwa so aussehen. Dann kann man den scannen und dann wird vermutlich das meiste sofort automatisch eingetragen. Ich könnte hier noch eine Rubrik eintragen, das mache ich doch einmal. Soll mir die Bank eine Belastungsanzeige schicken? Nein, das kostet nur wieder. Ist es eine Lohnzahlung? Nein, auch nicht. Und wie soll dann die Zahlungsvorlage heißen? Da würde ich einen praktischen Namen wählen. Ich wähle mal den Namen meines Zahnarztes und ich rolle einmal nach unten. Ist soweit alles bereit? Ich sage nun diese neue Zahlungsvorlage erstellen. Klick hier drauf. Und sofort erscheint diese Vorlage hier unter Standard Dr. Thaler. Und ich kann mit einem Klick nun auf diese Vorlage eine Zahlung auslösen. Und hier hinten könnte ich auch diese Vorlage bearbeiten, verschieben in einen anderen Ordner, umbenennen oder sogar löschen. Das war's.